Zusammen, ich bin heute ein bisschen früh dran. Es ist 16.33 Uhr an diesem wunderschönen 28. April. Aber ich muss gleich weg, deswegen lieber zu früh als zu spät. Und deswegen mache ich den Film jetzt, dann wird er wahrscheinlich so um 17.15 Uhr im Netz stehen. Es ist eine ganz komische Börse, muss ich sagen. Eigentlich der DAX macht fast gar nichts. Und wenn man das Glück hat und ist bei solchen Werten dabei, wie zum Beispiel heute Deutsche Bank oder Delivery Hero, dann ist das schön. Aber wenn man dann Pech hat, ist man bei so Geschichten dabei wie Warta, die gestern gesucht wurden wie Teufel, 130 waren, jetzt sind sie gerade bei 121, 40 oder sowas. Es ist wirklich einzelwertgetrieben. Es ist nicht der gesamte Markt, der steigt oder fällt, der eine Eigendynamik hat. Es ist schlicht und ergreifend, sind es ein paar Einzelwerte, da muss man echt das Glück haben, dabei zu sein. Gut, wie sieht es hier aus? Also wir haben hier diesen Aufwärtstrend, ups, habe ich hier gezeichnet, da, vom November letzten Jahres. Und was halt auffallend ist, der fällt genau zusammen übermorgen, am Freitag, mit diesem 32er Retracement von dieser Bewegung hier, von der letzten Bewegung, die wir hatten, hoch bis zur, also von dem Berühren der 20-Tage-Linie bei 14.409 hoch zur 15.514. Da haben wir die 38% gemacht. Wir haben einmal hier die 20-Tage-Linie bestätigt und diese beiden Linien laufen am Freitag zusammen. Und das ist bei 15.092. Das wird spannend. Also ich glaube, diese Lethargie, die wir hier haben seit Wochen, die wird nicht mehr lang anhalten. Aber machen wir mal weiter mit der 20-Tage-Linie. Einmal, zweimal, dreimal touchiert. Die ist jetzt bei 15.230 auf Xetra berechnet. Es gibt einen alten Spruch, der sagt, beim vierten Mal geht es immer durch. Die Bänder werden immer enger. Ja, wir haben hier 15.010 zu 15.445. Das ist nicht gerade besonders viel. Also dieser Chill-Modus, der ist jetzt bald vorbei. Und dann rappelt wirklich nochmal hoch, entweder auf die 5,7, 5,8 oder wir knallen gleich durch zu 14.000, also wenigstens 800 oder vielleicht sogar hier zu diesem Gap, das ist 14.603. Also da passiert was, ich muss mich darauf vorbereiten. Die Tagestechnik ist über das MACD völlig neutral, ist über die Stochastik völlig neutral. Wir sind, wie gesagt, zwischen 10 oder an 10 und 20 Tagelinie. Eigendynamik ist nicht da. Man ist praktisch in sklavischer Abhängigkeit von irgendwelchen Nachrichten, die da kommen mögen. Schauen wir mal auf die 4 Stunden. Das sind die 4 Stunden. So, hier ist es so, wie gesagt, wir haben jetzt 16:36 Uhr. Diese Kerze hier, die hat um 16 Uhr angefangen. Das heißt, die geht bis 20 Uhr, die würde ich noch nicht so ernst nehmen. Aber wenn es sich so darstellte zum Schluss, also um 20 Uhr, ist das ein Shootingstar auf einem prägnanten Chartniveau. Muss man also wirklich sehr aufpassen. Auch hier die Bänder super eng. Wir sind aus dem Band raus, wir gehen wieder rein, aber nochmal warten, bis die 4 Stunden vorbei sind. Nichts zu sehen im Trendfolger, kann auch nicht. Und ja, wir sind hoch über die Slow Stochastic, aber noch kein Verkaufssignal. Also von daher muss ich sagen, da ist nichts. Aber es ist ein bisschen mehr Risiko als Potenzial. Brechen wir es runter auf die Stunde. Hier ist die Stunde, ich mache es noch ein bisschen weiter breit. Also es gibt schon den einen oder anderen, der sagt Schulter, Kopf, Schulter. Ja, ich gebe auf diese Formation soweit nichts, aber ist egal. Auch hier, das ist ein Shootingstar. Und die hört, wir haben jetzt 16:37 Uhr, in 23 Minuten auf. Wenn das einer bleibt, ist das auf einem erhöhten Niveau ein Verkaufssignal. Man muss da also höllisch aufpassen. Es ist nichts über das MACD, kann man völlig vergessen. Sollte das ein Shootingstar sein und sollten wir bei 15.230 die 20-Tage-Linie brechen, die ist dann ungefähr hier. Was interessanterweise auch das untere Wollinger Band ist auf Stundenebene, muss ich davon ausgehen, dass wir hier nochmal ein paar hundert Punkte von drauflegen. Also ich kaufe hier nichts mehr. Deutsche Bank finde ich Weltklasse, die Zahlen. Ja, finde ich also richtig, richtig gut, was die gemacht haben. Da verweise ich auf den Film von letzter Woche, wo mal 5 Aktien drin waren. Wie dem auch sei, ich gehe mal zurück auf den Tag, weil ich will euch erklären, welchen Schein und warum ich den nehme. Jetzt ziehe ich hier, brauche ich gar nicht zu ziehen, den Trend, ich weiß ja, wo er war, hier. Ich musste ihn eben rausnehmen. So, ich habe mich für einen Call entschieden. Und zwar ist das dieser hier, 14.941. 14.941 liegt unterhalb
vom 38er unterhalb vom Chart Support und 20-Tage-Linie und liegt sogar ganz leicht unter dem 50er Retracement und dadurch auch unterhalb des Bandes. Also hat schon einen ordentlichen Sicherheitsabstand, beziehungsweise wenn es fällt, hat er hier ein paar Bremsen, die euch helfen sollten, den zu stoppen. Dieser Call kommt nur dann in Frage, wenn wir ein neues All-Time-High machen. Nur wenn wir hier drüber gehen. Sonst nicht. Das ist mir echt zu heiß hier. Die Kennnummer von dem Schein ist die GH42W wie Waltraud und die 4. GH42W4. Bei einem Put kann ich den relativ gemütlich über das All-Time-High legen. Hier, das ist ein 50er Hebel. 15.654, da sind wir 15.600, hier, da sind wir da. Das kann ich machen. Den muss ich allerdings stoppen, wenn wir, sagen wir mal, bei 15.550 sind. 15.550, da muss ich ihn stoppen. Aber den kann ich da hinnehmen, das ist ein sehr schöner Hebel, 50er Hebel. 15.654 und das ist die Kennnummer GH4XX0. Gustav Heinrich 4XX0. Also gesamtmarktmäßig stehe ich momentan in der Seitenlinie. Ich versuche halt solche Sachen rauszufinden wie Deutsche Bank. Ist mir jetzt auch nicht gelungen. Aber man muss einfach mal gucken, welche Zahlen kommen das. Da kommen jeden Tag da kommt eine Zahlenflut. Und da muss man einfach mal gucken, ob der Wert, den man betrachtet, da vielleicht dabei ist. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.